Geld machen auf dem Flohmarkt, Geldexperiment. Let's go! Was geht ab, Champs? Mein Name ist Dean Tramp und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich war am Wochenende wieder unterwegs mit meiner Perle zusammen, um Dinge günstig einzukaufen und sie teurer zu verkaufen. So macht man easy Cash. Ich habe eine Kamera dabei, die läuft mit und verhandelt live für euch. Wenn der Preis passt und man den Artikel resellen kann, dann nehme ich ihn mit nach Hause. Die meisten Dinge, die ich kaufe, kann man als alternative Investments bezeichnen. Zum Beispiel Pokémon-Karten, Videospiele und Konsolen. Falls du dich also für sowas interessierst, nebenbei easy Money machen oder gerne in Collectibles investierst, bist du hier genau richtig. Lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Schon mal 9000 Artikel gelistet. Easy Money. Dann verpasst du nämlich kein Video mehr. Der Flohmarkt, auf dem wir waren, ist nur einmal im Jahr und oft kann man auf solchen Flohmärkten richtig Cash machen. Vor allem findet man auch coole Sachen für seine eigene Sammlung. Unter anderem habe ich ein Pokémon-Game, eine Manga Attack on Titan Reihe oder ein altes Vintage Kobe Bryant Trikot gefunden. Und das war noch längst nicht alles. Also Champ, ich würde sagen, hol dir ein kalt oder heiß Getränk, vielleicht sogar einen Snack und genieß das Video. Ganz viel Spaß, wir gehen rein. Okay. Was kostet so ein Spiel? SingStar zum Beispiel? 3 Euro. Machen sie 2? Was kostet hier so eins? Okay. Okay. So, nimmst du die SingStar mit? Oder nur eins? Ach, das sind 2. Ach, das sind 3. Ach, so heilige. Machst du 3 für 4? Dann nimmst du alle mit. Die habe ich schon, die habe ich auch schon, aber den weißt du nicht. 3 für 4. Achso, die 3 für 4. Das ist ein großer Sprung. Ja gut. Dem hier würde ich dir 8 geben, was sagst du dazu? Komm mal 8. Das da hier sagt mir aber irgendwas, ne? Ich glaube, das war auch mal bei Amazon im Angebot, oder? Oder bin ich jetzt komplett lost? Okay. Oder 9. In der Mitte? 9? Willst du es mitnehmen? Ja, ich nehme es mit. Keine Ahnung, sah cool aus. Pappschuber, warum nicht? Viele von den gefundenen Sachen versteigere ich live auf Twitch. Wenn du dabei sein möchtest, check auf jeden Fall den Link in der Infobox aus. Cooler Dino. Was kostet so ein Dino? Vier Euro. Okay. Ja, ja. Machst du 2 bei dem? Ja, ich nehme mit. Es ist immer wieder besonders, eine Schleichkiste zu finden. Schleichtiere wie dieser Dinosaurier hier sind unglaublich gefragt und sind wertvoll. Es gibt viele Reseller da draußen, die sich auf Schleich konzentrieren und da dann das meiste auch aufkaufen. Es ist nicht meine Nische, aber hin und wieder nehme ich mal ein Schleichtierchen mit oder ein ganzes Playset. Dreckswerbung. Apropos Schleich, ne? Ihr wisst ja, ich habe ja da auch mal so ein komplettes Set mitgenommen. Das war auch... Also das hat richtig reingeföhnt, ne? So einen ganzen Ponyhof. Oder was heißt Ponyhof? Das war ja eine Ponyzucht. Ne? Eine Ponyzucht habe ich da aufgekauft. Das war so viele Pferde. Oh, die guten alten Lidl-Sneaker. Glaubt mir, Freunde, ne? Das ist wichtig und richtig. In dem einen Video, wo ich zum Beispiel auf TikTok habe, habe ich fast 1 Million Aufrufe bekommen wegen den Lidl-Sneaker. Und das sind nicht die normalen Lidl-Sneaker, die es im ganz normalen Laden zu kaufen gibt. Ich habe nämlich tatsächlich mal einen von 500 Stück gewonnen, die deutschlandweit am Anfang, ne? Am Anfang war es ein April-Scherz von Lidl,
Dann hat sich Lidl gedacht, alles klar, die bringen 500 Stück raus, limitiert. Da hast du auch noch so einen Tag dran gehabt. Das war ganz cool, so ein Zip-Teil. Das konntest du lang ziehen und du hast bei jedem Einkauf, wenn du diese Schuhe gerockt hast, einen Energy gratis mit dazu bekommen. Das war echt cool. Da hast du einfach einen Barcode gehabt, den hast du halt langgezogen, piep, und dann hast du einen Kong Strong bekommen. Das war echt cool. Ich habe die Schuhe natürlich nicht getragen. Ich habe die dann einfach trotzdem immer so mitgenommen, den Barcode rübergezogen und so lange halt kostenlos Energy getrunken. Und genau die Sneaker habe ich mal gewonnen gehabt. Und dann danach sind sie ja so komplett in diese Massenproduktion gegangen. Anfangs konnte damit man richtig Kohle machen. Und jetzt mittlerweile, ja, ich habe immer noch solche Basic Lidl Sneaker da. Aber die gab es mal im Angebot. Ich glaube, ich habe mal pro Paar 5 Euro bezahlt und ich verkaufe die trotzdem immer so für 15 bis 20 Euro. Na? Also jetzt ist das Game rum. So. Was sollen die Schuhe kosten? Air Force. Es ist immer so die Frage, ungetragen, ne? Ja, okay, gut, die sehen echt ungetragen aus. Habt ihr Games zufällig auch? Nintendo oder PlayStation? Boah, das würde mich ja nerven hier mit dem Kaffee, ne? PlayStation oder so? Okay. Kostet das Monopoly bei euch? Na klar. Was habt ihr noch so? Therapie? Rummi. Okay. Oh! Der ist ja nice. Soll so ein Rucksack kosten? Coca-Cola? Ja, das Problem ist, da musst du dann, da war die Batterie drin, ausglauben. Ich hoffe, ich hab's nicht ausprobiert. Also für 500 kannst du mitnehmen oder sowas. Ne? Aber es ist rein Risiko. Ne? Willst du zwei machen? Hä? Also ganz billig sind die nicht. Die sind ganz heiß gebärt, die sind selten. Okay. Und kaputt. Darf ich mal das Headset sehen? Oder ist er wahrscheinlich kaputt? Okay. Ich komme gleich nochmal, danke. Es kann auch an dem Stecker liegen. Also tatsächlich habe ich hier auch noch einen neuen Stecker gekauft, extra fürs Mic. Ne? Ich habe tatsächlich einen neuen Stecker. Ich habe eigentlich alles neu, weil es mir halt so auf den Sack gegangen ist, dass das so ständig gepfiffen hat. Dankeschön zu Git eBay. Hast du mit dem Schleichsachen Gewinn gemacht? Tatsächlich noch nicht, nee. Ich muss die Sachen erstmal bundeln und listen. Ich hink echt hinterher, Freunde. Ich hink übelst hinterher. Was kosten die Bücher hier hinten? Das ist jetzt ohne angeben zu wollen, aber ich habe bestimmt 50.000 Artikel. Insgesamt. Wovon ich einen Bruchteil gelistet habe jetzt erstmal. Weißt du, was kostet die? 3 Euro. Oh. Oh, nice. Die sind noch nicht sind noch nicht echt, oder? Okay. Und die zwei Spiele? Ich spiele so 30 beide. Okay. Kostet hier so ein... Und hier sowas? So eine Karte? So 3 Euro meinst du? Versucht den ganzen Ordner irgendwie günstig zu bekommen.
eigentlich hier so ein Glurak? Das ist kaputtes. Ein Euro. Die Folie ist abgesehen. Darf ich nochmal? 55, sagst du? Ja, und den Euro. Sagst du mir hier nochmal was, bitte? So um die 57 Euro. Bei den DS-Games hast du gesagt, beide 30, ne? Ja, sie waren 30. Viel zu viel. Das sieht aber aus wie ein Händler. 20 hier? Die drei Sachen? 25. Okay. Unter anderem habe ich hier nagelneue Attack on Titan Manga-Schuber mitgenommen. Auch Meisterdetektiv Pikachu. Auch das Vintage-Pokémon-Bettzeug findet man nicht häufig. Der Kissenbezug und der Deckenbezug. Aber ich kann ihn euch leider nicht mehr zeigen. Er liegt schon im Lager. Gerade? Mhm, mach ich. Wir haben jetzt vier gesagt hier bei den Pikmin. Mhm. Das ist nix. Super, danke. Vier. Pikmin geht eigentlich immer. Oh, Intex. Mhm. Ein Reseller. Intex-Produkte für den Sommer. Nice. Habe ich erst letztens für, ich glaube, 5,99 habe ich so eine genau die gleiche Kassette verkauft. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Oder 4,99. 4,99 oder 5,99? Warum darfst du eigentlich nur 10.000 Artikel listen, wie du in Insta gezeigt hattest? Ja, tatsächlich müsste mal gucken. Also jeder, der einen eBay-Account hat, hat ein gewisses Limit. Und die stufen dich dann erstmal so ein. Und wenn du dieses Limit nicht überschreitest oder noch nicht so krass rankommst, dann bleibt es dann halt dementsprechend. Und dadurch, dass ich jetzt so das erste Mal über 10 oder halt, ja... Also wenn ich jetzt diesen einen Entwurf, den ich gespeichert habe, reinpfeffer, bin ich über 10.000 Artikel. Und jetzt sieht es so aus, dass ich da halt anfragen muss, yo, pass auf, eBay, kannst du das Limit erhöhen? Und dadurch, also ich weiß nicht, ich habe ja mehrere Accounts, bei dem einen haben sie mir erst letztens das Limit halt erhöht gehabt, weil ich da auch die Marke von, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Artikeln geknackt hatte. Ja, von daher einfach dann nochmal anfragen. Ne, das geht eigentlich immer so monatsweise, passen die das dann an. So bei Reselling mit Kopf war das ja mal, ich glaube, der hatte mal einen Limit von, ich glaube, 2 Milliarden Euro oder so hätte er einstellen können. Das war auch krank, das war irgendein Fehler. Aber da hat halt jemand einen falschen Knopf gedrückt. Ne? Aber ja, jetzt muss ich halt warten. Aber ich habe ja trotzdem noch genug andere Produkte, die ich definitiv listen kann. Da würde ich echt fragen, was er für das alles haben möchte. Auch PlayStation-Spiele oder irgendwie sowas? Game Boy, Nintendo? Ja. Kannst du die runterholen? Schade. Ah, ist aber nur Fußball. Cool, okay. Ah, nur Fußball, okay. Das kostet so ein Trikot bei dir? Hier das Tatsächlich würde ich da Nummern austauschen, ne? Mit den lieben Herren in diesen Crocs und Socken. Arsenal? Ja. Das ist 2 Euro. Und hier so ein... Das 5 und... Ich auch 5. Das ist 10. Das ist richtig. Also das ist damals für fast über 90 Euro gekauft. Nur FIFA, Tatsache. 12? Ja, komm, 12. 10.
Ihr wisst, in Sachen Trikots bin ich leider nicht so bewandert, aber diese zwei Trikots habe ich definitiv mitgenommen. Das ist einmal in der Größe M ein Heat-Trikot mit LeBron James Aufdruck. Außerdem dieses hier, und es ist ein wirkliches Highlight, ein originales Champion-Trikot von Kobe Bryant. Vor allem Vintage-Trikots findet man heutzutage gar nicht mehr so häufig, nur auf ausgewählten Flohmärkten. Und dann muss man eben auch Glück haben, dass sie günstig sind. Sehr nice. Sag mal, dürfen wir mal in diesen Karton da gucken? Cool. Nimmst du für so eine Figur? So. Hier war ich zuerst etwas überfragt. Ich wusste nicht so ganz genau, ob die Star Wars Figuren was sind, denn ich hatte im Hinterkopf, dass Kennerfiguren leider nicht so viel wert sind. Aber ich komme später nochmal zu dem Stand zurück. Habt ihr Spiele auch zufällig? 25 Euro. Sag du was. 30. 30. Ich hätte ich auch gemacht. Ohne das Ding da. Pass auf, wir rennen schnell zum Auto. Kannst du uns das zur Seite stellen? Dann geben wir es dir sofort. Ja, geht für da so eine. Wie in OVP kann man eigentlich immer so für 30 Euro mitnehmen, wenn nicht sogar günstiger. Ja, das geht fit. Nimmst du noch Wii-Konsolen mit und wenn ja? Ja, klar. Zu welchem Preis? Ja, auch ab und an schon mal teurer mitgenommen. Ihr wisst ja noch, diesen ganzen Karton, ne, den ich mal mitgenommen habe, da waren ja zwei oder drei Wii-Konsolen waren da drinnen mit übelsten krassen Spielen. Da musste ich richtig, richtig schnell sein. Weil da haben schon andere Händler drauf gelauert. Ne, man kennt's, wenn man dann immer so Leute im Nacken dann auch nochmal hat. Und das kriegt man meistens immer nicht so in den Videos halt mit, ne? In den Flohmarkt-Videos, dass gegebenenfalls auch Händler hinter einem stehen. Und dann passieren dann halt auch ab und an mal solche Impulskäufe. Ja, und dann hast du halt dann einfach auch mal kein Schnäppchen gemacht. Aber ja, bei sowas muss man meistens echt immer schnell sein. Richtig schnell sein, gut entscheiden können und manchmal entscheidest du halt auch mal mies, aber ja, lass dich dementsprechend nicht demotivieren. Nimm alles immer in die Hand, ne? Das ist auch nochmal übelst wichtig, wenn du auf den Flohmarkt gehst und da hast du halt mehrere andere Händler oder Reseller oder Sammler, die unterwegs sind. Nimm es in die Hand, weil sonst ist es weg. Michelle, was geht? Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen im Chat. Es ist natürlich sehr ärgerlich, dabei zuzusehen, wie dir... Oh! Phase 10 Hotel. Was haben wir hier noch? Jetzt wollte ich gerade eben zoomen, Freunde, bei einem Video. Oh, ich kann das nicht lesen. Jemand, ein anderer Reseller, Games vor der Nase wegschnappt. Die Dame hat 15 Euro für alle PlayStation 1 Games bezahlt. Ich bin sogar noch zu ihr hin und habe gefragt, ob sie mir Resident Evil Survivor verkaufen möchte. Sie hat mich aber gekonnt, ignoriert. Oh, krass. Ja, aber sowas darf einen echt nicht demotivieren, ne? Das ist meistens dann so, da kannst du eigentlich, oder da tust du meistens immer so Selbstzweifel, ne? Selbstzweifel, also das kann man gar nicht verhindern, ne? Das kann man gar nicht verhindern, dass du dann ein mieses Gewissen bekommst. Ist leider so, ne? Das machen unsere ganzen Hormone, wenn man sowas sieht, aber das ist krank. Oh, schön. Vor allem, wenn dann ein Resident Evil mit dabei ist. Nicht so PlayStation 1 Spiele, so alte Schinken. Keine Ahnung, ich wohne dafür wahrscheinlich in der falschen Gegend. Survivor verkaufen möchte. Sie hat mich aber gekonnt, ignoriert. Das sind auch ganz schöne Reseller hier, Aldi. Denkt man gar nicht, aber die machen auch hier an ihren Tomatengewinn.
Ah, und die auch. Ui. Little Book of Prada. Würde ich tatsächlich mitnehmen. Was haben wir denn da? Mad. Das Mad-Spiel. Siedler, was? Ui. Ah, die Säulen der Erde, ach so, das, da kenne ich mich nicht hier aus. Aber Was Carcassonne. kostet ein Spiel bei euch? Naja. Was haben wir da? iToy Play, Pom Pom Party. Sagt mir ja gar nichts. iToy Play, Pom Pom Party. Ja, das bringt nicht so viel. Mal gerade hier drauflegen. See it. Ist das Zero Quest? Sieht Hast du irgendwie so so ein aus, Spiel? ne? Sieht so ein bisschen aus wie Hero Quest, ne? Hier ist immer die Frage, ob sowas vollständig ist, ne? Wissen wir das? Kaum gespielt, aber hier Hauptsache die ganzen Finger drauf und sowas. Und hier kaum gespielt. Oh Mann. Ich verstehe nicht immer diese Argumente, ne? Manchmal flunkern sie aber auch ganz schön, ne? Also halt die Verkäuferseite. Naja, du. Machst du 5 bei dem? Bisschen. Ja gut, dann nehme ich's mit. Brettspiele nehme ich eher selten mit, das überlasse ich anderen. Das schwarze Auge, das große Fantasy- und Abenteuerspiel. Natürlich sagt jeder immer, dass das Spiel vollständig ist. Ich meine, auf den ersten Blick sah es auch vollständig aus. Es riecht nur ein bisschen nach Rauch, da muss man noch eine Lösung finden. Ja, Anleitung ist dabei und der Karton ist etwas beschädigt. Es gibt viele Brettspiele, die relativ gut gehen, wie dieses zum Beispiel. Ich nehme aber nicht oft Brettspiele mit. Es liegt einfach daran, dass ich in meinem Umkreis auch ein, zwei Leute habe, die sich darauf spezialisiert haben und dementsprechend. It's yours. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Hatte ich letztens auch bei Monopoly Yu-Gi-Oh! Wollte es gerade in die Hand nehmen, da kam jemand von hinten und hat es ganz schnell weggenommen. Ja, fühle ich, ne? Fühle ich. Vor allem das Phase 10 Brettspiel Sealed wurde mir zuletzt weggeschnappt. Naja, aber was willst du machen, ne? Einfach weiter. Immer weiter. Sorry, was sollen die Figuren kosten hier? Stück?
Wenn ich die ganze Kiste hier nehmen würde? 10er? Was nimmst du für so eine Cap hier? What the fuck? Eine ganze Kiste? Hä? Pro Figur 5? Das sind einfach gefühlt 20 Figuren drinnen und dann wird dann 10er dafür. Ja, dann hätte ich auch gemacht. Und so ein Schwert. Guck mal, ich habe die Mütze, die Kiste, die und das Schwert. 20 für alles? Hier liegt das Bundle. Wir haben hier eine Figur, die ich nicht zuordnen kann. Das ist Darth Maul. Ich weiß, aber ich weiß nicht aus welchem Jahr. Hier haben wir Zubehör für die folgenden Figuren. Hier haben wir einen Darth Vader auf Karte. Der sieht ziemlich cool aus. Ich hoffe, dass das Laserschwert hierfür in der Tüte ist. Dann haben wir die Nintendo 64 Cap, ein Laserschwert von 1999. Zubehör-Stands. Hier oben haben wir 2008er Figuren, 2010er Figuren, 2011er Figuren. Und diese kann ich leider nicht so wirklich zuordnen. Da muss ich nochmal genauer schauen. Vor allem bei dem Boba Fett und bei dem Meister Yoda gucke ich nochmal genauer. Ich hatte so in der Erinnerung, dass das so wertvolle Figuren sind. Und hier haben wir 2014er Figuren. Also all in all ein richtiges Schnäppchen. Kleiner Nachtrag, er hier ist wohl der teuerste, nur leider fehlt hier das Cape. Huch. Was hat es gekostet? Eigentlich 30, aber 15 gehandelt. Sehr geil. Ist drinne? Ja, richtig geil. Oh, mega. Junge, ich stand so zwischen Büchern. Das war das einzige Game. Ja, einfach in der Reihe. Geil. Nice. Tech on Titan, ja, geil. 3 Euro. Ja, guck mal, das ist so Frotti-Stoff. Die meinte auch, das war voll teuer und so. Cool. Richtig geil. Bester Dino, Freunde. Bester Dino. Von Toy Story. Können wir die mal sehen? Ja. Na, schau mal. Darf ich mal gucken? Nee. Was soll die kosten? Alles zusammen 25 und 2 Taschen. Hört sich schon mal gut an, finde ich. Ja, leider etwas kaputt hier. Also funktioniert es auf jeden Fall. Mhm. Verkaufst du auch nur die Konsole ohne die Spiele, oder? Alles zusammen. Vielleicht 15? Ja, 15 würde ich geben. Machen wir 17. Weil ihr losgelaufen seid. Das ist ein Euro-Sfall, verdammt gut, ne? Ja. Nimmst du für ein PlayStation 4 Spiel? Ach, können wir doch das Spiel dann aber für die Älteren in 10 Euro spielen. Ich bin auch behandlungsbereit. Okay. Kommt doch das Spiel an. Und das hier? Das würde ich auch für 10er. Würde mich interessieren, ja. Also für das würde ich tatsächlich 20 nehmen, weil das ist schon heftig. Das
ganz wirklich 5 Fünfer geben. Mhm. Und, dann sind, oder 10. 20 für die? Ja. Ich habe 2 PS4-Games mitgenommen. Einmal Jump Force und Mass Effect in der Legendary Edition. Das war die PSP. Ghost of Tsushima wollte ich auch noch ganz gerne haben, aber ich glaube, dass PS4-Preise in Zukunft ganz gut fallen werden. Dementsprechend habe ich es liegen gelassen und mich vor allem auf dieses hier fokussiert. 2 Taschen, die Kabel, eine PSP und Games. PSP-Konsolen kann man günstig mitnehmen, ja. Ich wollte eigentlich noch verhandeln und nur die Konsole haben, aber zum Schluss habe ich dann doch zu einem guten Preis alles mitgenommen. Ah, die Werbung, ne? Freunde, die Werbung. Sehr teures Brettspiel. Wenn eBay bei Gewerblichen auch das Einstelltool ändert wie bei Privaten, zünde ich den Laden definitiv an. Safe. Echt? Was denn für ein Einstelltool? Also das Neue, was sie da geändert haben. So ein Kandidat hatte ich heute Morgen auch, als ich vor einer Kiste gehockt habe. Was? Und 4 Spiele in der Hand hatte. Greift danach, kann ich die auch mal anschauen. Aufgestanden, runtergeschaut und gefragt, war bei ihm nicht richtig, was bei ihm nicht richtig ist und extra alle 4 gekauft. Bei Stück 1 Euro war es eh egal. Ja, übelst. Aber generell, wenn ich vor mir einen Reseller oder Interessenten für gleiche Ware sehe, gehe ich in der Regel direkt weiter, um schnell Vorsprung zu kriegen vor dem. Ja. Das stimmt, so die Beute überlassen, die da an dem Stand ist und dann versuchen halt vor die Person zu kommen. Ist eine gute Taktik auf jeden Fall. Na, ist eine gute Taktik. Ich weiß auch nochmal, also bei mir war auch schon, also halt in letzter Zeit so überhaupt nicht mehr umkämpft. So du merkst so, okay, es wird kälter draußen, keine Ahnung, ne? Da hast du, in meiner Region siehst du da nicht so viele mehr. Nicht so viele mehr. Also ich hatte, als es so leicht war, Geld zu verdienen, wisst ihr, als auch die Sales viel krasser gelaufen sind, jetzt stecken wir ja alle so in der Inflation, kommt immer so ein bisschen drauf an, ne, ist klar, dass die Kaufkraft dann ein bisschen einfach auch nachlässt, man merkt es, kommt halt auch immer drauf an, was du für Preise hast, wie sehr du dich anstrengst, was du für Tipps und Tricks halt umsetzt, ob du täglich listest und. Aber tatsächlich da, als es damals so leicht war, Geld zu verdienen, hast du gemerkt, wie es immer mehr wurde. Es wurde immer mehr und jetzt mittlerweile ist es wieder zu dem Anfang-Ding, weil echt, also es gibt so viele, die ziehen einfach nicht durch und das macht mich schon traurig. Was nimmst du hier für eine CD? Originale Trikots? Und wenigstens ist er so ehrlich und sagt das wenigstens, ne? Okay, ich nehme die mit. World Wrestling Federation Superstars. Auch von manchen Videospielen nehme ich die Soundtracks mit. Hier hast du zum Beispiel die Einlaufmusik drauf von Undertaker oder Bret Hart. Einfach cool. PS5. Soll die kosten? 150. Das ist einfach ein Kracher, das Spiel. Und das hier? Dreier, PlayStation 3. Soll die PlayStation 2 kosten? Ja, die ist hier nicht unfair, weil dazu alle sind nur Controller und Konsole. Oh, 10 Euro ist aber gut. Das sieht auch cool aus.
die muss erstmal gesäubert werden. Aber für 7 Euro geht das richtig fit, ne? Soll hier so ein T-Shirt kosten? Hast du hier so ein Buch? Die sieht ja wild aus. Was kostet eine Jacke? Die würde ich mitnehmen. Beide 5? Super, danke schön. Und hier so ein T-Shirt? Ja, dann nehme ich das auch noch mit. Vintage Fashion, eine Nische, die meine Perle Sunny und ich schon länger bedienen. Ein altes FIFA World Cup Germany 2006er T-Shirt, eine alte Jaco Trainingsjacke und eine Vintage Adidas mit einem coolen Backstitching. Ihr habt es im Video gesehen, wir haben noch ein paar weitere Dinge dazu gebundelt, unter anderem einen alten Nike Vintage Pullover. Sehr wild. Sehr schöne Sachen heute wieder dabei, ne? Kostet hier so ein Buch? Euro? Machst du einen Euro? Ja. Okay, danke. Okay, man muss sagen, Gothic 2 war ein wirklich fantastisches Game. Und danach einen würdigen Nachfolger zu bringen, ist gar nicht einfach, aber mir hat Gothic 3 richtig gut gefallen. Bei diesem Fund war ich sehr stolz auf mich, denn ich habe beim Vorbeigehen nur einen kleinen Ausschnitt des Buches gesehen, aber ich war mir sicher, das ist ein Lösungsbuch. Entschuldigung. Nimm's für den Mann. Und das König der Löwen Spiel. Darf ich es mal anschauen? Einmal nur gucken hier. Ja. Ja, das bringt nicht so viel, glaube ich. Nee. Ah, danke erstmal, ich überleg mal. Hast du ein Jojo? Hier, nimm es mit. Ein Jojo aus den 90ern. OVP oder Trick-Jojos kann man auf jeden Fall mitnehmen. Oh, Freunde, ich hab so Flohmarktentzug, ne? Ich will wieder. Du hast jetzt gesagt, 30 willst du da machen. Ich will die nehmen, wenn du die noch drauflegst für 30. Ja. Machen wir? Ist klar. So, Champs, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls das der Fall war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Außerdem hoffe ich, dass ihr irgendwas lernen konntet und von der Länge des Videos nicht abgeschreckt wart. Time's Money, ihr wisst es. Wir sehen uns in meinem nächsten Video oder auf dem Flohmarkt. Bis dahin, ich bin Dean Trampy. Ja, war auf jeden Fall mal wieder ein wunderbares Video, ne? Sehr schön, sehr unterhaltsam, sehr coole Sache.